Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr schon sehen könnt, befinde ich mich hier in Rust und ich bin hier nicht alleine. Nein, denn dabei ist der Matrix Pro mit nix an. Ja, genauso wie ich. Ja, und du bist aber jetzt der Erdbeeronkel eigentlich. Ja, ich bin männlich. Ja. Ich bin männlich. Ich frage mich da immer wieder, warum spielen weibliche? Nee. Warum spielen Frauen keine weiblichen Charaktere? So rum wollte ich sagen. So. Ich weiß auch nicht, das Spiel wollte nicht, dass ich das mache. Ja, dann ist auch gut. Hier, wir haben einen wunderschönen Sonnenaufgang und einen Monduntergang erlebt. Es war toll. Hinten läuft irgendwo ein Bär rum, der uns jetzt noch nicht gefressen hat. Und wir spielen auf dem Home-Server. Das heißt, fang schon mal an. Ich nehme den Server, es tötet mich nicht wieder. ich mache den Server, gleichzeitig die Aufnahme und so weiter und so fort. Deswegen kann das sein, dass es bei mir zwischendurch ein bisschen ruckelt. Ich hoffe, das stört nicht. Und ja, warum machen wir das Ganze auf dem Home-Server? Weil auf dem öffentlichen Server gibt es sehr viele andere Leute, die da mitspielen. Und oh ja, holen wir mal ein paar Steine kaputt. Und die könnten dafür sorgen, nicht mich. Nicht mich aus. Die könnten dafür sorgen, dass das Vorhaben, das wir hier vorhaben, das ist ein geiler Satzbau, oder? Ich krieg Level ab. Dass wir hier nicht durchsetzen können. Weil man dort ja auch halt hier Häuser oder etc. pp. Halt kaputt machen kann. Man kann einen in Schlaf rüber abhacken. Und das wäre sehr kontraproduktiv für das, was wir vorhaben. Deswegen spielen wir auf dem Hauptserver. Hier sind wir allein. Hier kann uns keiner stören. Ich bin schon Level 3. Was ist schon Level 3? Zieh dir mal lieber eine Hose an. Ist doch kalt da, Mensch. Und gib mir mal bitte gleich ein paar Steinchen. Ja, vielleicht. Damit ich mir auch einen Stein machen kann. Es ist ja auch, ich glaube, das ist sowieso das Geilste überhaupt, um sich einen Stein zu machen. Einen Stein. Braucht man 10 Steine. Was ist da los? Es liegen so viele Steine. Es liegen da nicht so viele Steine rum. Aber oh, Level 4. Es gibt so viele Steine. Das sieht aus, wenn du Spuren hättest gerade. Es gibt so viele Steine hier. Und man braucht 10 Steine für einen Stein. Was ist denn da los? Nicht werfen, nur ablegen bitte. Ein Stück. Wenn das irgendwie geht. Oh Mann, jetzt. Und da kommt ein Bär und wir sind tot. Danim. Dankeschön. Oh, ich habe gar keinen Bock auf einen Bär eigentlich. Ich habe auch keinen Bock auf einen Bär, du weißt es ja nicht. Ich habe Bock auf ein Game. Auf ein Duell. Ja. Ja, Bock auf ein Duell, ihr wisst ja alle. Genau, Bock auf ein Duell, genau, wollte ich auch gerade sagen, ihr wisst es. Und Bock auf ein Game, wenn ihr das Video hier sehen solltet, kommt mal in die Pushen. Wir wollen euch endlich bespielen. Ich habe ja letztens einen Kommentar unter diesem Video geschrieben mit Hashtag Bock auf ein Duell. Ich glaube, die kennen mich nicht. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass sie gegen mich ein Duell machen mit dir. Also die wissen nur, dass sie gegen dich eins machen, aber nicht, dass ich da mitmache, glaube ich. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, sie hatten keine Ahnung von mir. Wir haben ja ein geiles Konzept, oder? Oh, toll. Wo waren das dann? Wir brauchen noch nicht. Hi. Wollen wir denn jetzt eine Hütte zusammenbasteln oder wie machen wir das jetzt? Keine Ahnung. Ich dachte ja, dass man so sich diese Ressourcen zusammensammelt, dass man halt das schneller hat und dann baut man sich so eine riesige Hütte. Ja, oder beide bauen zwei kleine. Oh, lol. Das war das gerade. Du hast gerade einen Stock im Popo gehabt. Was? Ja, du saßt da gerade so ungünstig. Und siehst du, du saßt da, hast gepupst, jetzt geht der Baum kaputt hier. Jetzt sind gerade voll im Boden. Weg ist er. Ja. Ich dachte, dass man sich so eine riesige Hütte baut, weil klein ist ja langweilig. Man hat doch hier Platz ohne Ende. Die Ressourcen für sich alleine. Ich denke, da kann man so ein riesiges Ding bauen mit Vorgarten, mit Innenhof, mit Schlachthaus für tote Bären und so ein Käsekram und halt. So richtig mal so groß wie halt eben möglich ist, das zu bauen. Keine Ahnung. Weil ich das mal auf dem Online-Server gespielt hatte, da war nach oben hin irgendwann Ende. Oder okay. Es lag daran, dass es nur Holz war, dass es halt nur eine gewisse Tragkraft hat. Bis zu einer gewissen Höhe, das kann natürlich auch gut gewesen sein, das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Keine Ahnung, wie wir das machen, ich weiß auch nicht. Also erstmal müssen wir jetzt ja erst ein paar Bäume klopfen hier, so freundlich. Ich hab Hunger. Ich muss was essen. Ich hab aber eben so eine Thunfischdose gefunden, die werde ich gleich futtern. Achso, du warst im Spiel, hast du Hunger, ja natürlich. Jetzt hat die gefunden. Wieso finde ich die Thunfischdose in der Butze, was ist da los? Ich meine gut, im Kühlschrank vielleicht, aber... Oh, wo du das gerade sagst. Ich wollte mir letztens beim Lidl oder einen anderen Laden
Jugendverschulden in der Dose hatten sie nicht gehabt. Komplett null. Kein einziger. Okay. Was ist da los? Es ist in letzter Zeit öfter so, du möchtest irgendwas haben. Ich möchte irgendwas haben. War los. Haben sie nicht. Oder gerade alle. Oder das machen die extra. Ja, ich glaube auch. Nachdem ich letztes Mal da die Küchenrollen in den Eisberg zum Einsturz gebracht habe, mögen die mich nicht mehr. Woran sieht man jetzt eigentlich, welche Steine ich zerklopfen kann? Die dunklen. Ich bin farbenblind, ich habe das nicht so mit. Ja, aber dunkel wirst du ja wohl erkennen. Also so richtig dunkel, was ich jetzt hier gerade habe, ja? Sechs Steine. Okay. Da ist dunkel. Ja, das siehst du ja nicht, was ich jetzt sehe. Ja, ist dunkel laufen. Ich habe schon einen gefunden, so zufällig mehr. Wie sind denn aber, ach so. Spawnen die eigentlich denn immer wieder? An dem gleichen keine Ort? Keine Ahnung. Hier? Ich weiß. Ich glaub schon. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt ja auch noch Kohldampf hier. Weil ja. Holla! Ich habe die, nämlich wo ich auf dem Online-Server war, nicht wirklich gesehen. Ich habe da sehr, sehr viele andere große Klumpen gesehen. Doch, die spawnen neu auf jeden Fall. Ja, ja. Aber immer wo ich war, war keiner. Deswegen habe ich mich immer gewundert, wie soll man denn so viele Steine zusammen sammeln? Ich glaube, es leckt gerade Todes bei mir. Entweder das Spiel stürzt gerade ab oder. Mein Leben geht zu Ende. Ah, es geht wieder. Du kannst auch ruhig mal sterben. Das ist sehr schade. Guck mal, wenn du jetzt hier sein würdest, dann könntest du sehen, das ist ein Stein, den du abbauen kannst. Ich habe doch hier selbst einen Stein, den ich abbauen konnte. Alles gut. Ich habe zufällig einen gefunden. Ich glaube, ich bin gerade in der Nähe von diesem Bär, den wir vorhin gesehen haben. Wo ich dich das gefragt hatte, sag mal eben, habe ich gerade gleichzeitig auf einen Stein geschlagen und dann, ja. Ich bin schon Level 6. Ich, wo? Warum bist du Level 6? Bei Mining. Bei Mining? Weil ich kann das schon. Ja, du bist ja auch, du bist der Held im Erdbeerfeld. Was ist denn das Wort? Held im Erdbeerfeld. Wo bist du eigentlich hingerannt? Du versteckst dich nur von mir, dass ich dich nicht kaputt mache. Du mich aber auch jetzt hier. Tante, wo bist du denn? Ach, wir können natürlich Teleport-Zeugs machen, ganz nebenbei. Ja, dann mach mal. Ach, wie war das denn? Warte mal eben. TPR, ne? Ja. Das soll ich auch TPR schreiben vielleicht. TPR, Quatsch, die. Oh, ich bin Level 3. You can't, weil... Was? Ich bin am... Achso, ich crafte gerade, deswegen kann ich dir nicht teleportieren. Was kräftest du denn Feines? Ja, Maggi Suppengrün und... Lebt denn der alte Holzmichel noch und ich hole mein Holz. Oha. Ich bin Level 4 bei... Guck mal, jetzt setzen wir so kleine Babybäumchen. Ich bin hier beim Waldschneiden, beim Holzhacken auf Level 4. Hey. Ja, und Mining Level 3. Ja, das ist ja nichts im Gegensatz zu mir. Du bist auch ziemlich frech. Übrigens, das ist hier jetzt schon die, glaub, die dritte Aufnahme, ne? Die zweite. Die zweite. Stimmt, die zweite. Bei ersten hat es bei mir erstmal Mal nicht so wirklich... Na nun, das war ich doch gar nicht. Ich hab gar nicht hingehauen. Einmal mit dem Aufnehmen selbst, weil das Spiel, das ist auch eine ganz geile Geschichte eigentlich. Man kann, wenn man das Spiel startet, für die, die das nicht kennen, auswählen, in welcher Auflösung man das Spiel spielen möchte und in welcher Qualität. Das stellt man dann ein als Tutti. Dann wählt man jetzt mal wegen 1080 mal, also 1080p Full HD aus und startet das Spiel dann. Mein Monitor ist halt ein 4K-Monitor und er wirft das Spiel dann als 4K raus. Und da hinten läuft es doch. Hä? Oh. Ja, bleib mal stehen, ja, da hinten, wo du bist. Und, sehe ich nicht. Dann nimmt das Tool, das Aufzeichnungstool, auch in 4K auf, was natürlich dann ein bisschen sehr belastend ist. In 4K zu spielen, in 4K aufzuzeichnen und den Server zu machen. Das möchte mein PC nicht. Ah, ich hab dich gefunden. Ich hab dich gefunden. Ich habe Feuer gemacht. Da kann man die Samen überall hinhauen? Tatsächlich. Du nicht. Wohl. So, pass auf, was kann ich denn noch? Ich hab doch hier bestimmt irgendwie... Niu. So, bam. Wo bist du? Da hat irgendwas platschen gehört. Da. Uga, uga. Ha, ha. Meine Axt, meine Axt, wo ist sie hin? Das ist meine Axt. Das ist meine Axt, lass die Finger von meiner Axt.
Wo ist sie? Das hört sich auch an, lass die Finger von meiner Axt. Geh weg mit deinem Lucky Day. Was hast du denn auf dem Rücken? Hast du schon einen Flitzebogen? Du hast auch so mit auf dem Rücken. Ist er hier dann? Wo ist deine Axt denn? Ja, die hat die gerade am Kopf geworfen, aber irgendwie ist sie weg. Das hatten wir beim ersten Aufnehmen auch schon. Da habe ich einen Stein auf sie geworfen. Und mit Marva ist sie weg. Also der Stein. Aber mein Stein ist auch weg. Oh. Ach Quatsch, ich habe ja schon. Da muss sie doch hin. So, immer was anziehen. So, ich laufe jetzt ganz weit weg. Weil ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Weiber, kannst du alle in die Tonne drücken. Du hast das nicht fertig abgebaut, du. Das habe ich extra gemacht, damit du noch ein bisschen was sammeln kannst. Danke. Weil im Gegensatz zu dir bin ich nett und lass anderen was übrig. Boah, ich habe ein Bandana. Ist das ansteckend? Jetzt muss ich mir hier wieder meine Axt, Axten. Ja. Ich sehe gar nichts, weil ich hier... Gehst du mal von mir runter, bitteschön. Tools was. So, noch eine Axt bauen. Was denn da? Bitte lass das. Das war beim ersten Mal war es schon so. Ich will auch einen Stein. Schon wieder! Und beim ersten Mal war es nicht so. Klar. Ich hab nur noch 4 HP, ja, danke schön. 3 HP. Du wirst jetzt langsam elendig verbluten. Ich finde das nicht lustig, dann habe ich den ganzen Krabs gleich wieder weg und darf wieder von vorne anfangen. Mann, ey. Oh, es ruckelt. Vielen Dank. Wo bist du denn? Ich lieg hier rum. Wie, du bist tot? Nee, ich noch liege. Ich habe 5 HP noch. Ja, wie, tot oder nicht? Nein, nicht tot. Ich liege hier mit 5 HP immer noch. Ach so, weil du liegst, deswegen. Ja, es wäre schön, wenn du mir helfen könntest. Ach, also soll ich dir doch helfen? Dann bist du doch tot. Nein, ich liege doch nur. Tot wäre ich, wenn ich keine HPs mehr hätte. Wo bist du denn? Genau neben dem Baum, den du gerade fällen wolltest. Den 3 Bäumen, das ist so eine Mutante. Ach ja. Ich glaube das jetzt nicht. Das war beim ersten Mal schon so. Klopf, klopf, pum. Oh, Entschuldigung. Boah, böses Tante, ey. Kann nicht sein, jetzt muss ich erstmal irgendwas zu futtern finden. Damit ich einigermaßen wieder zu Kräften komme hier. Also das kann nicht sein, sowas. Echt nicht. War mein Glück, finde ich gleich erstmal ein Bär. Könnt ihr eigentlich auch Kürbisse geben, ne? Aber ich könnte die auch selber essen. Du könntest mich auch mal gemütlich an Wora anfassen. Ich glaube eher nicht. Ich habe die Kürbisse jetzt selber gegessen. Hab mir gedacht. Bumm, bumm. Steine, Steine. Das ist wie ein Klass hier. Steine klopfen schön. Ja. Oh, nur wieder ein Baum. Bumm. Wo wollen wir denn unsere Hütte bauen eigentlich? Bumm. Kann man eigentlich in einer Hütte... Ich hab keine Ahnung. Bumm. Bla, bla, blub. Kann man sich denn jeweils einen Homepointer setzen? Nur nicht. Bitte? Ich schon. Du bist ganz schön frech. Du weißt schon, dass ich dich doch so runterkicken kann, ja? Oha. Nee, doch, ich glaube, du kannst das auch. Oh, nee, Zeug. Oh, ist doch klar. Ist das mein Ding kaputt hier? Oh, was zu futtern. Ah, zu futtern. Oh, nee, Zeug. Nein, nein, nein. Ich sehe mir hier erstmal 9000 Äxte basteln, ey. Was ist da los? Das hat, glaube ich, gerade nicht funktioniert, oder? Oh, Holz! Dann halt nur eine. Oh, da hinten ist eine Tonne. Ich habe aber irgendwie noch kein Tierchen gesehen. Oh, Pilze. Hast du Spiegel gesehen? Hä? Von wegen Tonne? Hä? Ah. Was hast du eben gesagt gehabt? Nix, alles gut. Du kannst dir das Video dann irgendwann angucken. Ich bin verwirrt. Das ist ja nur nichts Neues, dass du verwirrt bist. Das wundert mich jetzt gar nicht. Aber es leckt ein bisschen, dein Server, ey. Ja, hallo? Ich kann ja mal dein PC nehmen zum Server mieten, wollte gerade sagen. Ja, okay, geht besser. Ach, hier sind noch Pilze, guck an. Ganz bestimmt. Das müsste ja doch eigentlich, wenn ich die Dinger esse, ich größer werden. Habe ich das jetzt aufgenommen?